Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem weiteren Teddy-Live-Haul. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt. Lehn dich zurück und viel Spaß mit dem Video. Hier gibt es mal richtig coole Geschenketüten. Sieht aus, als ob der Weihnachtsmann seine Sachen vergessen hat. Oder die hier sind auch echt hübsch. Schau mal, die sind auch nur 1,50 €. Und ich finde, Teddy bekommt immer bessere oder ich sag jetzt mal ausgefallenere Süßigkeiten. Die hier zum Beispiel habe ich das eine Mal im Action gekauft, aber als kleinere Packung. Hier gibt es die sogar in groß und die sind auch nur 2 €. Oh, schau mal, hier habe ich eine neue Box entdeckt. So eine Aufbewahrungsbox mit so einzelnen Fächern. Die steht hier in der Bastelabteilung. Und bei den Aufklebern muss ich auch mal durchschauen. Sieh mal, die sind echt hübsch, oder? Also falls du hier noch was suchst zum Verzieren oder ja so als Geschenk oder so, hier gibt es echt richtig tolle Aufkleber. Hier habe ich auch noch was entdeckt, die kenne ich auch noch nicht. Das sind neue Anspitzer. Die sehen ja immer echt witzig aus, oder? Gibt es auch sogar in verschiedenen Farben. Und bei den Büchern und Heften wollte ich auch mal durchschauen. Also hier kann ich dir echt empfehlen, wenn du irgendwie was suchst, dann schau erst mal im Teddy vorbei. Hier gibt es echt richtig tolle Stickerhefte und so und Ausmalbücher. Kann ich dir auch wirklich nur empfehlen. Hier haben wir auch schon einige gekauft. Brotdosen und Aufbewahrungsboxen wollte ich auch einfach mal durchstöbern, mal sehen, was ich hier so Neues entdecke. Hier habe ich gerade eine neue Box entdeckt. Schau mal, die ist relativ flach, also hier kann man so ja flache Sachen aufbewahren und die ist auch mit Deckel, ist auch mal richtig super. Hier wollte ich eigentlich mal schauen, ob ich noch eine tolle Dose für Plätzchen finde, um die zu verschenken. Aber irgendwie, ja, manche sind so klein. Manche, da finde ich den Deckel, glaube ich, nicht ganz so praktisch für Kekse. Hier habe ich gerade noch so eine Flasche entdeckt. Da kann man sich selber etwas abfüllen. Ich wollte sowas gerne noch für Öl. Ich werde mal hier durchschauen, mal sehen, was es noch für weitere solche Flaschen gibt. Die hier sieht ja auch mal richtig hübsch aus. Ich glaube, die wäre auch toll als Geschenk. Und die kostet auch nur 2 €. Aber ich glaube, ich finde so eine Größe hier besser. Die sieht auch toll aus, oder? Und heute wollte ich auch unbedingt in der Backabteilung mal richtig durchstöbern. Und hier habe ich gerade entdeckt, hier gibt es sogar Marzipan-Rohmasse. Allerdings fühlt sich die ein bisschen hart an, muss ich sagen. Also kenne ich so nicht, ich kenne es ein bisschen weicher. Aber die Farben sind ja mal echt toll. Schau mal, gibt es sogar in rosa. Und die kosten nur 1,50 €. Und es gibt auch eine große Auswahl an Fondant, also falls du so ja damit irgendwie kreativ bist, dann findest du hier sicherlich auch das Passende. Und ich glaube, hier habe ich auch noch was Neues entdeckt. Hier sehe ich gerade Rollfondant, habe ich im Teddy auch noch nicht gesehen. Hier sehe ich gerade, gibt es sogar Lebensmittelkleber, okay, ist für mich auch ganz neu. Und hier hinten sehe ich, gibt es auch sogar noch Lebensmittelfarbe. Also hier ist echt eine tolle Auswahl in der Backabteilung. Und nach so einer Matte habe ich auch gerade Ausschau gehalten. Und
Vielleicht suchst du ja auch noch was zum Plätzchenbacken. Schau mal, hier gibt es richtig coole Sets. Also finde ich richtig, richtig toll, was die hier so haben. Oder sowas hier, das ist ja mal auch echt toll. Das ist für Zahlen und Buchstaben. Hier wollte ich auch noch mal unbedingt schauen. Hier gibt es nämlich einige richtig gute Verlängerungskabel, auch in verschiedenen Größen. Das hier kostet jetzt gerade 4 Euro. Und hier gibt es auch noch eins für 5 Euro, je nachdem, was man dann in der für eine Größe nimmt. Ich überlege, ob ich jetzt doch lieber so eine Steckleiste hier nehme. Ich glaube, ich werde eher so eine nehmen. Schreib mir gerne mal, was du dann so nimmst. Nimmst du schwarz oder weiß? Also ich muss sagen, ich nehme meistens weiß. Sieh mal, ist das nicht fetzig? Die gibt es jetzt sogar in Blau. Und dann habe ich sie hier noch entdeckt in Lila. Das ist ja mal richtig cool, oder? Hier habe ich jetzt meine Ausbeute. Das möchte ich dir natürlich auch zeigen. Und zwar, es klappert schon. Das erste, was ich eingepackt habe, waren diese, wie nennt man das, Girlanden. Und zwar einmal in dieser Farbe, dann in hellrosa und noch so ein Grün mit, ja, es sieht aus, als ob hier halt quasi so Schnee oben ist, leicht bedeckt mit Schnee. Ich möchte noch so einiges weihnachtlich dekorieren und dafür brauche ich das noch. Ich habe mir gedacht, ich möchte noch so einige Fenster dieses Jahr verschönern. Und hier habe ich einmal solche Schneemänner mitgenommen. Dann einmal sowas hier in Silber. Davon habe ich zweimal dieselben. Denn ich habe gemerkt, manchmal reicht hier einfach einmal überhaupt nicht aus. Ja, so ein normales Fenster, das verklebt sich einfach sehr, sehr schnell. Und dann ist es immer so ein bisschen schade, wenn es so ein bisschen leer wird dann noch. Und daher habe ich hier gleich mal zwei mitgenommen. Dann habe ich mich noch für die hier entschieden. Hier habe ich so einen Weihnachtsmann oben und auch nochmal Schneemänner und Schneeflocken. Und einmal habe ich mich noch für diese hier entschieden. Außerdem habe ich dann noch dieses, nennt man es Stirnband? Stirnband, ja, steht da rum. Ich wollte einfach noch was haben für draußen und irgendwie ist mir das so ins Auge gefallen und das war auch gerade mal 2 Euro. Daher fand ich das einfach super okay. Ich hoffe, dass es passt. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber ich denke mal schon, hier steht Einheitsgröße drauf. Das denke ich passt. Noch was Praktisches. Ich brauchte mal wieder solche Umschläge. Die sind nicht, ja, eigentlich nicht diese kleinen und auch nicht diese größeren. Das sind so mittlere, sage ich jetzt mal. Dann brauchte ich noch unbedingt so eine Steckdosenleiste hier. Das ist einfach auch noch etwas Praktisches. In der Backabteilung musste ich, also nicht wundern, das ist nicht dreckig, das glitzert hier einfach nur überall. Hier ist eigentlich kein Glitzer drauf, aber in der Tüte ist unheimlich viel Glitzer und das ist jetzt hier hängen geblieben. Ja, also in der Backabteilung musste ich unbedingt vorbei und habe mir so einiges angeschaut und ich wollte unbedingt mal so eine Matte hier haben. Ich wollte unbedingt mal so eine Matte hier ausprobieren, vor allem jetzt, wo man so Plätzchen und so backt, dachte ich, ist das ganz praktisch. Dann habe ich noch diese zwei Glasflaschen hier entdeckt. Also es gab auch noch mehr, nicht nur zwei. Ich glaube, die sind auch relativ neu, also jedenfalls so in der Machart hier. Die waren jeweils 1,50 gerade mal gewesen und die sehen echt richtig, richtig toll aus. Und ich habe mir gedacht, ich möchte hier einfach so ein bisschen Öl abfüllen und dafür eignen die sich, denke ich, richtig gut und sehen auch noch stylisch aus. Und dann habe ich außerdem noch diese kleine Flasche hier gefunden. Das ist auch so eine Art, ja, Ölfläschchen. Ihr könnt aber auch natürlich reinfüllen, was ihr gerne mögt. Die war 75 Cent gerade mal gewesen und ja, ist einfach auch etwas Praktisches für die Küche. Außerdem habe ich noch etwas in der Backabteilung gefunden und zwar diesen, wie nennt man das, Streichplatte. Okay, ja, ich möchte es einfach dafür benutzen, wenn jetzt mal der Teig beim Plätzchenbacken einfach so ein bisschen festklebt, dann habe ich gesehen, da kommt man mit so einem Teil hier richtig gut drunter. Und ja, dafür möchte ich das einfach benutzen und ich denke, das ist auch was echt Praktisches, was man echt gut gebrauchen kann. Außerdem konnte ich daran nicht vorbeigehen, das habe ich auch in der Backabteilung entdeckt und zwar ist das so Glitzer, damit kann man so einiges verzieren. Ich denke mal, ich werde damit wirklich richtig toll unsere Plätzchen dieses Jahr verzieren und das ist einfach so, ja, in diesen Tuben hier drinne und das ist Glitzer, aber eben,
ja, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Gelee-Gel-artig so in der Richtung. Und damit kann man, denke ich, so einiges backen. Dann habe ich gedacht, ich probiere auch nochmal so ein einzelnes Glitzer aus, also so ein pulvriges Glitzer, sage ich jetzt mal. Das hier ist jetzt die Farbe Gold. Also ich bin mal gespannt, ob das auf den Plätzchen hält und ja, wie das vor allem dann aussieht. Ich hoffe, das heutige Video hat dir gefallen. Zeig mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Vergiss mich nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Jetzt würde ich sagen, wünsche ich allen einen wunderschönen Tag. Bleib schön gesund und bis zum nächsten Video. Ciao!